Ich will auf jeden Fall die Druiden haben. Und den Helfer und den Heiler. So. Der Lava-Hund, der Lava-Hund. Das ist schon geiler. Schon eine geile Sau, dieser Lava-Hund. Dieser Lava-Hund ist schon der Oberhammer. Den benutzen ganz viele. Also ich sehe den immer wieder. Ich glaube, ich mache das auch. Der hat einfach auch viel Leben, glaube ich. Ich glaube, der hat einfach viel Leben. Weil jetzt haben wir da gerade zu zweit drauf rumgeknödelt. Da ist er. Ich packe den hier jetzt auch mal hin. Und stell dafür den Waldläufer hier hin. So. Und nun mal gucken. Ja, geht doch. Geht doch. Die Bubble hat's echt rausgehauen, ey. So, ich pack da nochmal eine Harpie mit ins, mit aufs Feld. Den Heiler hier hinten hin. Man hat jetzt nichts gesehen wegen der ganzen Einblendung. Immer die Hydra. Tausch die mal gegen den Helfer. Ja, das ist auch das in die Ecken stellen, dann kommen die Nahkämpfer nicht ran.
Der ist verschmolzen. Der auch. Geil. Ah, der kommt dann hier mit in die Ecke. Haha, jetzt können nämlich auch die Rangers, die in der Mitte stehen, nicht direkt von Anfang an übers ganze Feld schießen. Theoretisch können sie das schon, aber da man selber außen steht, oder wenn man selber außen steht, dann schießen die halt nicht, ne? Dann schießen die erstmal auf den Tank und so weiter, die vorne stehen. Und dann Rangers können in Ruhe außen aufladen, quasi auch ihre Fähigkeiten aufladen. Bis sie die dann auch endlich mal einsetzen. Noch ein Lava-Elementar. Lege ich mal zur Seite. Waldläufer. So, ich will doch mal den Licht mit reinnehmen. Dafür nehme ich mal den Heiler raus. Der heilt irgendwie sowieso nichts. Mit den zweiten Waldläufer erstmal mit rein. Oho. Oho. Hier Verschmelzung ohne Ende. Yeah. Das ist eine echt gute Aufstellung. Bisher funktioniert die echt gut.
Jetzt fehlt aber so langsam Heilung. Muss mal gucken, ob wir noch einen Heiler kriegen. Sonst brauchen wir Buffs. Hey. Sehr schön. Der grüne Drache ist jetzt auch verschmolzen. So, ich nehme mal den Nahkämpfer mit rein. Tausche den mal. Ja, das ist genial. Das ist genial. Dieser Support von den Waldläufern. Die haben einfach so eine krasse Reichweite. Oh. Eine verschmolzene Hydra. Jawohl, da ist noch ein zweiter. Thank you.
Okay, einmal müssen wir noch besiegen. Ein Erzengel. Den können wir nochmal nach vorne setzen. Und das war's. Mehr können wir nicht machen. Können wir mal hier die Ausweichchance kaufen für die erste Reihe. Oh. So, wie kriegen wir noch mal kaputt? Ich geh mal zur Seite. Ja, der Helfer könnte helfen. Ich nehme ihn einfach mal mit rein. Na, Rang 3 ist auch okay. 34. Yeah. Bam. Da hat jetzt der Heal gefehlt. Da hat jetzt der Heal gefehlt. Und nochmal ein Buff zum Ende. Ich hätte, glaube ich, zum Ende hätte ich nur Buffs nehmen müssen. Hätte sein können, dass das dann geklappt hätte. Wenn kritische Treffer mehr Wirkung zeigen. Also, wir machen weiter.